Im Moment des Abpfiffs war natürlich die Enttäuschung sehr groß. Ich möchte eher sagen, dass wir sehr traurig waren, denn mir war schon sehr schnell auch bewusst, dass wir uns einfach nicht belohnt haben für eine wirklich tolle Saison des SC Paderborn. Wir haben super Momente erlebt, wir haben für sehr viel Sympathie gesorgt, wir haben tollen Fußball geboten und ja, die Jungs konnten sich leider nicht belohnen und deswegen war ich einfach traurig für die Jungs, dass es am Ende nicht gereicht hat. Ja, natürlich sind wir alle traurig, aber wir haben ja auch zur Mannschaft heute gesprochen und ihr ganz klar gesagt, dass wir stolz sein können. Jeder Einzelne kann stolz auf sich sein, was er hier in dieser Saison abgerufen hat. Jeder hat in jedem Training Gas gegeben. Wir haben, ich glaube, das Maximum aus der Mannschaft herausgeholt. Die Jungs haben versucht, das Maximum umzusetzen. Und dann hat es gestern tatsächlich gezeigt, dass Geld Tore schießt, ja, und sich die Substanz von großen Vereinen über 34 Spieltage hinweg durchsetzt. Ja, kleine Vereine wie der SC Freiburg und der SC Paderborn steigen dann ab, weil es letztendlich auch eine Frage der Qualität ist und Qualität entscheidet Spiele und das haben wir jetzt selbst miterleben dürfen. Irgendwo muss der Unterschied ja auch zu sehen sein zwischen 60, 70, 80 Millionen und unseren 15 und auch wenn wir als Mannschaft besser funktioniert haben als viele andere Mannschaften und es auch nicht verdient haben, hat es am Ende leider nicht gereicht. Nein, das gilt ja für alle, ne? Auch für Spieler, die sicherlich auch jetzt vielleicht auch mit anderen Vereinen konfrontiert werden. Vielleicht gibt es attraktive Angebote und das gilt für alle handelnden Personen, denn ich glaube schon, dass bundesweit gesehen wurde, dass hier eine Top-Arbeit abgeliefert wurde von allen Seiten. Und wir analysieren jetzt in Ruhe, wir lassen die ganzen Tage mal auf uns zukommen, alles sacken lassen und dann werden wir sehen, in welche Richtung das sich entwickelt.